Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics und weiter geht's mit den Skalksensoren. Ich habe wieder drei Sachen hier aufgebaut. Diesmal sind es keine Fallen, sondern Sachen, die einem wirklich helfen könnten. Und ihr könnt wahrscheinlich schon sehen, was das alles hier ist. Es ist immer noch dieselbe Welt, jetzt zwischen dem in der ersten Folge und zwischen dem in der zweiten Folge. Jetzt sind wir in der dritten Folge. Und ja, ich zeig's euch gleich nach dem Intro. So, da sind wir wieder in der Welt, die ich jetzt schon drei Folgen lang benutzt habe. Wow, das ist relativ lang im Vergleich zu allen anderen Welten, die ich bisher hatte. Da ich häufig so eine Welt gemacht habe, das dann für eine Sache benutzt habe und direkt danach wieder gelöscht habe. Also zumindest bei den Tutorial-Videos. Wir haben ja hier die Welt, da hinten sind die Fallen, da hinten ist die generelle Erklärung über die Skalksensor und hier haben wir die dritte Folge jetzt. Und mit welchem fangen wir an? Fangen wir mit dem einfachsten an. Und zwar, ja, automatische Beleuchtung. Wir laufen einfach hier lang und das Licht geht an. Das kennt ihr wahrscheinlich aus dem echten Leben, ja. Wenn ihr in irgend so ein öffentliches Gebäude reingeht oder in die Schule, ja, wenn ihr dann da den Gang entlang geht, gibt es da so Bewegungssensoren und dann geht das Licht einfach an. Ich habe das hier ein bisschen kleiner und verkürzt gemacht. Also im Grunde braucht ihr einen Skalksensor, der hier vorne euch schon erkennen kann oder eben auf der anderen Seite. Deshalb habe ich das hier in die Mitte gesetzt. Das läuft dann hier in einen kleinen Kondensator rein und der verteilt dann den Strom hier überall hin. Und natürlich hier die Verstärker, da der hier nur eine gewisse Stromstärke ausgibt. Also wenn wir hier ganz nah dran sind, leuchtet das auch länger, als wenn wir nur hier hinten sind. Ihr seht, das hält nicht so lang. Das geht auf jeden Fall ein bisschen schneller aus. Aber so ungefähr funktioniert es und das könnt ihr dann überall einbauen, wo ihr es haben wollt. Und das war es auch so ziemlich damit. Ja, es ist halt einfach eine nützliche Funktion. Ich habe das hier in so einem Labordesign gehalten. Hier könnte irgend so ein Reaktor oder so stehen, wo man reingucken kann. Und wenn man hier lang läuft, gehen einfach die Lichter an. Das war's. Als nächstes haben wir hier natürlich die automatische Tür. Und da könnt ihr auch durchrennen. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist eine ganz einfache 2x3 Tür. Da werde ich jetzt kein Tutorial für machen. Das ist nämlich ziemlich einfach. Ihr könnt es euch so anschauen und dann nachbauen. Und zwar kann man halt einfach durchlaufen. Türen gehen auf. Türen gehen zu. Und natürlich wieder auf. Und das reicht auf jeden Fall, um durchzugehen. Man kann aber auch durchrennen. Also ihr seht, ich renne und es geht gerade so perfekt auf. Also es funktioniert auf jeden Fall auch und ist auch eine sehr nützliche Funktion vom Skalksensor, dass wenn man dann einfach durchgeht und die Türen automatisch aufgehen, man könnte es jetzt aus Glas machen und dann kommt man irgendwie in den Supermarkt rein oder so. Oder keine Ahnung, irgendwas anderes halt. Die Grenzen sind da praktisch eure eigene Kreativität. Und ich habe da ein Loch gemacht. Naja, ja, das war's auch zu der Tür hier. Relativ einfach. Einfach ein Skalksensor an die Aktivierungsmechanismen ran und dann klappt das schon. Und jetzt kommen wir zum dritten. Und zwar sieht auch wieder ein bisschen wie eine Falle aus. Und man könnte es auch als Falle verwenden. Aber das ist, es sollte eigentlich eine Mobfarm sein. Also wir haben hier Kühe. Und zwar haben wir hier die gewöhnliche Falle, einfach Lava. Eine Kuh fällt rein und verbrennt. Dabei kann es aber passieren, dass die Items da drinnen auch verbrennen. Und ihr seht, hier haben wir 39 Steaks und über ein Stack Leder. Und ich habe das, ich glaube, etwa 100 Mal gemacht. Und hier haben wir das verbesserte Design. Ihr seht, dass da gibt es so einen Tick, so einen ganz schnellen Tick. Und ihr seht das hier, da ist eine Clock, die aus Beobachtern besteht, mit dem
Skype-Sensor vorne dran und wenn der aktiviert, also wenn da ein Mob drinnen landet, aktiviert der, dann aktiviert das den Kolben, der schiebt das nach vorne und dann aktiviert sich hier die Glock und die geht in den Block rein und dann hier unten in den Spender, der hat dann Lava drinnen und bringt dann alles um. Und jetzt vergleichen wir das mal, also ich habe ja eben schon gesagt, 39 Steak, über ein Steak Leder haben wir hier. Und hier haben wir 51 Steak und etwa ein Viertel von den Leder, also ein Viertel Steaks Leder. Das heißt, ihr kriegt hier potenziell mehr Drops raus, weil weniger halt verbrennen kann als hier. Es liegt halt dadurch daran, dass es eben so schnell pulsiert. Dann hat es eben Zeit, in der Zeit aufgesammelt zu werden, ohne zu verbrennen. Und das wäre so eine weitere nützliche Funktion mit dem Skype-Sensor. Und dann war es das hier auch wieder ziemlich. Das war wieder eine recht kurze Folge, so wie beim letzten Mal. Ich wollte euch einfach ein paar Funktionen zeigen, die der Skype-Sensor so haben kann, für den man den ganz schön gut benutzen kann. Zum einen Fallen, aber natürlich auch ganz andere Sachen. So, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!